So, halli, hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Genshin Impact. Heute gibt es etwas ganz Besonderes. Unser Team beinhaltet Kiching oder Kikwik, wie ich sie immer gerne nenne, dann Hu Tao und die beiden Standard Character mit Raiden und Ayaka. Dann gibt es das neue Super Update, dessen Name ich vergessen habe, aber auf jeden Fall das neue Update mit dem neuen Hintergrund. Das sieht so übelst geil aus. Könnte ich gar nicht sagen, wie geil das aussieht. Nämlich, die Charakter haben neue Emotes gekriegt. Hier ist Raiden ihren Emote. Dann Hu Tao ihren Emote. Natürlich nur, wenn sie hier neu sind. Jung, dann meine Kekweg. Das hier wäre Yula ihres. Dann hier das hier. Das ist so mega geil gemacht. Das feiere ich so richtig. Dann von meiner Ember Schatz. Dann hier von unserer Neko Dame. Einfach nur mega gemacht. Auf jeden Fall gibt es das neue Update, wie gesagt, und mit dem neuen Map-Abschnitt, dem Fontaine. Oder Fontaine, oder wie es heißt. Fontaine. Ach ja, und dann gibt es noch das hier. Ich gehe mal glatt dahin. Man kann jetzt auch besser sehen, diese Untergrundsachen, zum Beispiel hier bei den Höhlen oder so. Hier bei Economia hat sich das zum Beispiel so, also zumindest hier das mit dem hier diese Untergrundsachen hat sich verändert, was ich auch ziemlich nice finde. Dann gibt es noch Neues bei der Werkbank, kann man jetzt hier alle Artefakte umwandeln. Das hier konnte man noch nicht machen. Das hier konnte man nicht machen. Und das hier finde ich auch ganz nice. Und manche würden das hier feiern. Das hier feiere ich, weil dann kann ich die Artefakte mal umkrempeln. Und natürlich das mit den LP-Artefakten. Da muss ich nicht ständig zu dieser einen Sphäre hin und die mir 10 Jahre lang farmen. Kann man jetzt da umwandeln lassen. Wird zwar trotzdem immer noch 10 Jahre dauern, bis ich die richtigen Artefakte zusammen habe, aber hey. Das Farmen macht jetzt ein bisschen mehr Spaß, quasi, weil man quasi doppelte Chance hat, was Gutes zu kriegen. Auch wenn man immer noch jahrelang farmen muss, wahrscheinlich. Wir gehen zu den Aufträgen und machen das unseren Archon Quest und gehen dafür bis aus dem Maximum. Zur Wüstenregion zu machen. Kurz gucken, ob es läuft, aber es läuft alles. Wir gehen zum Karawanen Rebiat und dann geht's los nach Fontaine. Ist schwer vorherzusagen. Ich doch nicht. Alte Erinnerungen hochholen.
Genau, setzen wir unsere Reise fort. Oh, dies hier. Hi. Kommt sie etwa mit? Wir werden Sumeru bald verlassen und auf den Weg nach Fontaine machen. Was guckt der jetzt so böse? Ja, ging relativ schnell, aber ja, jetzt schon. Nee, ehrlich gesagt nicht. Wäre geil. Hey, ich hätte sie gerne dabei gehabt. Mal gucken. Sobald wir einige Vorbereitungen abgeschlossen haben. Was guckt der Typ eigentlich so? Ach ja, und Fontänisch sozusagen das Land von Frankreich. Wenn man es so sieht. Oder von Frankreich inspiriert oder wie man das so sagt. So wie Inazuma von Japan inspiriert ist. Spielt Fontaine in Frankreich, kann man so sagen. Wir sehen uns. Ist aber irgendwie traurig und zugleich schön, dass sie uns noch verabschiedet hat. Milu wäre auch nice gewesen zum Abschied. Noch so ein schmackhafter Abschiedskuss, ne? Auf die Wange. Aber nun denn. Da werden wir geportet in dem Fall. Ein letztes Durchstreifen durch die Wüste. Vielleicht trifft man ja noch Candace oder auch nicht. Oder Xeno wollte ich sagen, aber wir sind schon bei den Wasserfällen von Fontaine, wie es aussieht. Recht viel habe ich mir übrigens noch nicht angeguckt, nur den Trailer. Alter, sieht das geil aus. Und das, was mir TikTok gespoilert hat, dass man schwimmen kann und tauchen. Ach ja, und der Grund, warum ich Kitchen gerade so habe, ich habe nach über 3 Jahren sie endlich auf C1 bekommen. Und das war vorgestern, als ich ein Dings gemacht habe. Ach, wir sind hier. Als ich so ein 10er-Wisch gemacht habe bei Dings, bei Jalan. Und im Übrigen, das ist ja dann. Das sind die beiden neuen Charakter, also Lüni und Loni oder wie die nochmal hieß. Auf jeden Fall, auf den hier werde ich nicht pullen. Ich wollte ursprünglich auf die pullen, aber ich habe das Glück, dass ich sparen kann, denn den Charakter durfte man sich kostenlos holen. Und zwar
Sieht man das überhaupt noch? Nee, sieht man nicht mehr. Auf jeden Fall konnte man sich den Charakter hier kostenlos abholen. Das war sowas von genial geil. Den hat man jetzt, den habe ich hier. Bin ich, wie man sieht, noch am Aufbauen. Ich kann den noch nicht weiterstufen, weil mir die Materialien dafür fehlen. Aber ich gehe ja jetzt gerade nach Subulu. Quatsch, nach Fontaine meine ich. Und artefaktemäßig habe ich bei ihr bisher nur zwei. Ich mache auf jeden Fall hier dieses Animo-Schaden-Bonus, weil sie ja Animo-Charakter ist. Lynette heißt die. Ich nenne sie einfach mal Lynn. Und waffentechnisch habe ich ihr dieses schöne Ding gegeben, weil ich habe gerade keine anderen Einhänderwaffen zur Verfügung. Bis jetzt. Aber man bekommt hier bei den Standardwaffen gibt es neue, und zwar die hier. Dieses Schwert sieht extrem geil aus, genauso wie dieser Speer. Ich glaube, das da ist ein Einhänder, sieht irgendwie aus wie so ein Zweihänder, aber der Zweihänder ist das hier. Das da sind die ganzen Standardwaffen. Und der Bogen sieht auch geil aus. Beziehungsweise er geht eigentlich noch. Aber da wir die Waffen schon gefühlt oft genug haben, ist geil, dass man jetzt vier neue Waffen kriegt. Der Bogen würde zum Beispiel gut zu Pharus anpassen auch. Aber sie hat ja schon was. Und das hier vielleicht Kokomi. Mal gucken, auf jeden Fall. Das da will ich unbedingt dann als erstes haben. Und dann der Speer für, der würde gut zu Candace passen, dieser Dreizack-Speer. Und den hier brauche ich gar nicht nehmen. Aber ich muss dann später gucken, wenn ich bei Stufe 30 bin, wie die Waffen so sind, diese, ob sie auch Crit Damage machen oder ob sie andere Fertigkeiten haben. Auf jeden Fall kann ich hier denn den Teleporter kann ich denn nicht mitnehmen. Dann müsste ich ein Stück weit zurücklatschen, dadurch die Höhle. Da würde ich glatt kurz zurück switchen, um den Teleporter zu aktivieren. Soll das so eine Art Vordingens sein für Fontaine oder wie? Wie man sieht, ich habe hier eigentlich gar nichts gemacht. Hier bei dem da habe ich gar nichts gemacht. Muss ich noch nachholen irgendwann in 30 Jahren. Weil es gibt da ja diese eine Nebenquest, wo ich ja auch meine Folge dazu hatte. Aber die, ich hatte nicht so dieses Bedürfnis dazu weiterzumachen. Ich frage mich, bei Fontaine kriegt man ja dann Hydrokraft für den Hauptcharakter. Ich frage mich dann, was für Kräfte der besitzt. Bei Dendro Damage war er ja jetzt nicht so meins. Elektro und Animo war bisher die geilste Fähigkeit für den Hauptchar. Dings, wie heißt's?
Dieses Kristall oder so, das war jetzt nicht so meins. Also praktisch 2 von 2. Gott, das ist erst da unten. Dann gehe ich lieber zuerst zurück, den Teleporter aktivieren. Und dann mache ich den Geistling. Da muss ich nicht nochmal alles zurücklatschen, wenn ich den Geistling habe. Dann machen wir das wieder beim Rückweg. Und das da mache ich vorsichtshalber auch beim Rückweg. So, da haben wir. So, den wollte ich mitnehmen. Jetzt können wir ganz normal durch die Höhle schlendern, wie es ursprünglich der Plan war. Und alles mitnehmen. Wirklich das Anzeichen von Fontaine. Ich frage mich, wie die auf den Namen gekommen sind. So, dann einmal die Kiste mitnehmen. Und dann kann es weitergehen. Ich frage mich, ob die Höhle erst nach dem Update erschienen ist oder ob sie schon davor da war. Ich glaube, ich stirb jetzt gleich. Kacke. Vor Aufregung gestorben. Aber egal, wir haben alles dann. Teleportiere ich mich gleich raus. Muss ich jetzt hier einfach nur so runtersegeln. Oder warte, es gab hier doch hier so ein Boot. Hier ist der normale Weg, den man runtergehen würde. Das sieht geil aus. Das erinnert mich irgendwie an an Asgard mit dem mit der Regenbogenbrücke. Die haben hier so ein Riesenschiff und wir kommen hier mit unserem Popelboot an. Richtige Frachter. Oh. Und so sehen diese Okkultikus-Teile aus. Kann ich da hochklettern? Ja. Gut, das wollte ich. Den Hydrokultikus. Da sind ja Menschen auf dem Boot. Und dann am Hafen andocken. Cool, wie die jetzt da laufen. Na du? Was ist denn das?
Okay. Wo muss ich denn eigentlich hin? Geh zum Hafen von Fontaine. Was? Romantinhafen? Bin ich doch. Ach, ich muss einfach auf die andere Seite. Geh zum Romantikhafen. Es ist beeindruckender, als ich es mir vorgestellt habe. Ja, das stimmt. Besuchen wir als allererstes den Hydroarkon. Wir machen das, um meine Schwester zu finden. Ein extremtischer Orkan, ja. Davon habe ich auch gehört. Muss ich nachher mal nachfragen, was extremtisch bedeutet. Ich kann es nicht mal richtig aussprechen. Von wem reden die da? Wir sind neu, genau. Okay. Stimmt, Fontaine soll ja so eine Art Gerechtigkeitsstaat sein. Sekunde, bin gleich fertig. Ja, wir haben doch vorhin gesagt, dass wir neu sind. Ah, okay. ノイフィレッテ。それに、監察した審判マシナリー、二次最低カーディナルって二重保険もあるし、冤罪や誤審なんて、フォンテールにはほとんど無縁なの。
Na dann, wenn es nicht so schwer sein soll, dann... そういう意味で一旦じゃないかしら。フリーナ様に越見したいってことなら少し難しくなるわ。かなり前に予約しておかないとお会いできないし、フリーナ様のスケジュールがどの状況か。ついてって公務や何やらで忙しいのか。いやいや、フリーナ様はほとんど国の祭りごとには関与しない。予約が難しいのは単にフリーナ様が人気だからじゃないか。 そうよ。なんたって私たちの神様なんだもの。人々の神に対する印象が人気者なんて、おいら初めて聞いたぞ。うん、ちょっとだけ分かってきた気がするぜ。水神は本店の大スターみたいな神なんだな。社員長。確かに間違ってはいないが、どちらかというとマスコットに近いかな。 オッケー。ちょっと、私たちのカリスポット、確かに。冗談はよしなさいって。よし、ビバスプレイスマンですよ。おかげでいろいろ分かったぜ。ありがとうな。とにかく、26。何見てるんだ？ Das Mädchen da drüben. Das ist sie. Preludium oder sowas. Hallo. Unbekannte Frau. お兄ちゃんと一緒に遊んでた場所に懐かしんでただけ。 Welcher graue Hügel? Dieser graue Hügel, dieser graue Hügel oder dieser graue Hügel? Oder dieser graue Hügel? Besondere Wasserwesen. Es gibt mehr Jungfrauen. Das klingt nach dem Bruder. Und sieht auch so aus. Ich wollte sie eigentlich nur wegen den Neko-Ohren und weil sie allgemein so eine Neko-Katze ist. Bis ich sie so wie Kiara nur ein bisschen zocke und dann nie wieder. Aber an sich sieht sie gar nicht mehr so schlecht aus. Und so vom Charakter her. Ja.
私のお兄ちゃんがおしゃべりだったんだ。僕たちにいたもの同士みたいだね、バイも。ああ、それか。フォンテーヌに長く伝えられている予言だよ。いや、正確には予言とは言えないかも。予言っていうのは起こるかどうか、それはどこから話せばいいか。 Ach nee. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, es ist an der Stelle, wo ich Verbindungsprobleme hatte. Also werde ich hier ein bisschen skippen. Mal gucken, wie lange es dauert. Guten Tag. Ich mache jetzt nicht schön, dich kennenzulernen, das würde ich für seine Schwester aufheben. Okay. Dann folgen wir ihn mal nach oben. Ah, so folgen wir in dem Fall, okay. Das? Kommt sie jetzt schon oder wie? Wo sind wir hier bei? Sie? Sie ist doch nicht der Akron. Sie ist es. Das da war der General vom Akron. Was für ein pompöser Auftritt. Die sieht schön aus. Naja, außer der Hut. Aber trotzdem, sie sieht schön aus. Den Charakter würde ich mir dann holen. Und der Generalissimo Kommandant. Die Kommandantin quasi. Habe ich das gerade richtig gesehen? Sie hat so. Ja, sie hat so Tränen in den Augen. Scheint ein Glas zu halten. Und das war irgendwie so ein Auftritt wie bei Attack on Titan. Diese Marschstellung oder wie sich das nennt. Ich bin gespannt, was sie für eine Waffe hat. Ob sie ein Einhänderschwert hat oder ein Katalysator. Vielleicht aber auch einen Bogen. Oder auch ein Speer. Ein Speer könnte es auch sein, aber Speerträger haben wir schon genüge. Ich glaube es nicht, dass sie einen Zweihänder besitzt oder so, als Akron. Ja,
十分に理解できる。しかし、神の中にも平凡な今一度自らを見つめ直すべきじゃないか。うん。めちゃくちゃ偉そうだぞ。うん。おやおや。なんだいその目は。もしやこのような歓迎の義務すら満足できないか。もっと何か言ってあげれば気が済むかい？ Alles gut. Sind wir echt so berühmt, dass selbst hier unser Name in alle Munde ist? Wow. Matrose-Typ. Ist ja auch ein Matrose. Meine Gläubigen, ist sie eine... Ja, okay, sie ist eine Göttin. Sie ist Aqua. Im wörtlichen Sinne quasi. Klar, dass er gleich mal das Ding kenne ich wirklich schon. Guck, die will ich dann auch noch haben. Misstrauen kommt auf. Ja. Aber wenn du gegen Raiden gekämpft hast, dann ist alles andere nichts dagegen. Chlorinde heißt die. Also Chlori einfach. Chlor. Können die jetzt mal aufhören zu reden? Ich nehme hier fast seit einer Stunde auf. Ich wollte eigentlich nach der nächsten Gelegenheit aufgehen quasi. Die sieht ja elegant aus. Genau, wir sind gerade erst hier angekommen. Offensichtlich. Ja, okay, wir sind quasi geflogen, aber deswegen? Alles klar. Ach so. Darum geht es also. Oh. Wir sind verbunden. Ah, verstehe. Er macht uns als Marionette. Was kommt jetzt für eine Show?
見ての通りパイモンは地球のようなものに分類されるべきですこの糸はずっと存在していてさ俺はあワンつったらいいよりねくん、こういう予想外の展開は大好きさ。君のおかげで今日の演出、今日の出来事、演出であれば審判の件はこれで終わりとしよう。正義の神が無実の者に濡れ衣を着せるわけにはいかないからね。OK。審判の理由さえあれば異教の旅人どころか異国の神であろうと、僕は裁くことができる。Aha. Sie würde sich also mit Raiden anlegen. Das wäre ihr gnadenloser Tod. Na dann.Noch nicht mal richtig drin und schon wird uns ein Prozess gemacht. Ja, es war gerade wirklich ein bisschen verwirrend. Es wäre uns ein Vergnügen, ja. Zögere nicht, mit Bescheid zu geben, wenn du Hilfe brauchst. Dann könnten wir uns revanchieren. Okay. Eine Prophezeiung. いつからかフォンテーヌにこんな予言がささやかれるようになった。フォンテーヌ人は皆生まれフォンテーヌの海面が上昇し、人々は皆海の中に溶け。めちゃくちゃネガティブな予言だな。人々の想像を巡らせててね。別の説ではフォンテーヌ人が初代水神の父けど、フォンテーヌでは何事にも。フォンテーヌ人ですら自分が。はじめはみんなそう考えてたよ。でもここ数年、フォンテーヌの海面が実際に上昇し始めたんだ。すでに多くの場所が海の底へと変わり果てたわ。それらの説を信じず、ただの自然現象だって考えてる人も多い。少なくとも海の近くにこれはマジック道具で。なるほど。転ばぬ先の杖。なあ。あるいは絶対的な力の。さて、手伝ってくれるなら。近くの人にマジックポケットを配ってくれない。Pock. Nun denn, dann verabschiede ich mich hiermit und ich sage Tschüss bis zur nächsten Folge. Bye bye. So, das dann noch abholen währenddessen. Also, Cheerio.